Im Kloster Heiligkreuztal in Oberschwaben glitzern nicht nur die Sonnenstrahlen vom Himmel. Hier hinter dicken Klostermauern befindet sich ein ganz besonderer Schatz. Im Klostermuseum wird er behutsam aufbewahrt und aufgebahrt. Aufgebahrt, richtig gehört. Denn das hier ist kein gewöhnlicher Schatz. Das hier ist die Geschichte der Katakombenheiligen. Die Geschichte beginnt mit der Reformation, mit der Gegenreformation. Da war eine starke Äbtissin hier in Heiligkreuztal, die Veronika von Rietheim. Und es war die Zeit des Reliquienkultes. Da kamen viele Gebeine aus den römischen Katakomben rüber über die Alpen. Man hat auch in Heiligkreuztal diese Gebeine gekauft, zum Beispiel die des heiligen Coronatus und Coelestin. Coelestin war 400 Jahre nach Christus Bischof in Rom und ist dort als Märtyrer gestorben. Sie sind zertifiziert mit Dokumenten und man hat die hier dann in Klosterarbeiten modelliert mit Brokat, Samt, mit Perlen, Glasrubinen und hat die geschmückt und ausgestellt. Und das war eben dann die Verehrung und das Zeichen für die Gläubigen nach der Reformation. Das ist die wahre Religion. Man konnte mit diesen Gebeinen einfach die Heiligen vorzeigen. Reliquien zu verehren, also zum Beispiel Knochenstücke von Heiligen, das ist heute vielen fremd. Warum war der Reliquienkult gerade vor ca. 300 bis 400 Jahren so gefragt? Das niedere Publikum konnte ja weder lesen noch schreiben und man musste ihnen natürlich mit Gemälden und mit kunstvollen Gegenständen den Glauben vermitteln. Ja. Und das geschah eben durch diese Heiligen und Darstellungen. Die Heiligen waren eine Goldgrube. Die Pilger strömten nur so nach Heiligkreuztal und spendeten eifrig. Da hat es sich gelohnt, ein halbes Dutzend anzuschaffen. Wir haben hier die geballte Kraft von 6 Heiligen, nämlich den heiligen Coelestin, den Coronatus, die Innocentia und die Luciana, dennoch den Justus und die Constantia als Nachzügler. Bis 1955 hatten die Heiligen Platz in der Klosterkirche. Dann landeten sie in einer Abstellkammer. Die verwandelte sich vor 20 Jahren in das heutige Museum. Sind das jetzt reine Ausstellungsstücke oder steckt mehr dahinter? Ich denke, der eine oder andere glaubt immer noch dran, dass man im Gebet, in Verbindung zu diesem Wallfahrtsort, zu diesen Heiligen, dass das auch etwas bewirken kann. Nicht umsonst gibt es Fatima und Althütting, so ähnlich muss man das hier auch sehen. Ich selber glaube auch dran. Erich Fensterle hat die Hilfe der Heiligen schon selbst erbeten. Unsere kleine Carla war wirklich sehr krank. Und sie stand auf der Kippe und da hat man eben auch hier ein Kerzchen angezündet und hat hier den Wallfahrtsort dazu benutzt, zu kommunizieren und den lieben Gott darum gebeten, dass es gut gehen möge und es ist gut gegangen. Heiligkreuztal zeigt, die Strahlkraft der Heiligen hat auch im Jahr 2017 nicht nachgelassen.